Hallo, schönen Hallo. guten Tag, Tiefkühlkost. Ja. Hallo, Herr Abdul Halim. Ne, Wir das hatten ist meine schon. Vornamen. Das ist meine Vornamen. Ich weiß, aber Ihr Nachname ist schwer, das kann ich jetzt nicht Ja, aussprechen. das soll ich Sie sagen, das ist Nahasa Pima Petilon. Ja, für Sie ist das einfach, aber ich kann es nicht Möchte aussprechen. sie einmal probieren? Nahasa Pima Petilon. Nein, möchte ich nicht, es ist zu schwer. Oh Gott. Oh mein Gott. Also, ich komme zur Sache. Ja. Es ging ja um den Katalog von Eismann. Sie wollten Ihre Frau mal fragen, ob sie das angefordert hat oder nicht. Ja, meine Frau möchte am liebsten das alles von Sie haben, aber das hat ja gar nicht so viel Kühlschrank, das kann man das reinmachen. Was kann man nicht, bitte? Ja, meine Frau möchte alles von Sie haben, aber so viel Platz wir nicht haben. Sie kann sich doch drei, vier Sachen aussuchen. Beim nächsten Mal kann sie wieder drei, vier Sachen. Muss ja nicht alles auf einmal bestellen. Nee, das geht ja auch gar nicht, weil wir haben nur einen Kühlschrank. Es ist zwar sehr kalt, aber das wird ja auch wieder weggehen, das Schnee. Sonst kann man das ja da rein. Naja, die Lösung finden Sie selbst. Dafür sind wir nicht zuständig. Genau. Ich frage Sie, ob Sie Interesse haben. Wollen Sie was bestellen oder nicht? Ja. Okay, haben Sie sich schon was ausgesucht? Ja, ich habe von meiner Frau das ein Zettel bekommen, das was Oh! das möchte, das haben. Okay, super. Genau, Sie können mir die Artikelnummer, was Sie möchten, durchgeben. Das war Woher stammen Sie? Indien. Indien. Die Nummern, die Artikelnummern, die Bestellnummern. Das hat das Name aufschreiben. Hat sie nicht die Nummern Da rausgeschrieben? ist kein Zahl bei drauf geschrieben. Ach, da muss ich das raussuchen. Okay, sagen Sie mir, was es ist. Ich suche die Artikelnummer raus. Ja, jetzt habe ich Probleme mit Aussprechung. Bitte Geduld haben. Ich habe Schwarzwalder Kirschtorten. Schwarzwälder Kirschtorte. Okay. Ja. Sehen Sie, das ist auch nicht einfach für Sie. Ja, aber ich habe, wenn Sie das probieren, Sie nicht probieren. Okay, ist das wichtig für Sie, dass ich Ihren Nachnamen ausspreche? Ja. Warten Sie, ich versuch's mal. Also ganz langsam und geduldig. Mein Name. Herr, ja, Herr Naha Nahasa Sa, Pima. das ist Nahasa Pimapetilon. Super, Sie können. Ja, Sie aber ich machen. muss immer ablesen. Ja, Sie machen wie mein Doktor. Mein Doktor alles auf Boden schmeißen und sagen, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Ich sage, du musst es probieren, sonst kannst du das nicht machen. Ich werde das üben zu Hause. Ja, und dann müssen Sie noch einmal Anruf machen und Beweis Anrufen. machen. Und dann, genau, ich werde erst die Hausaufgaben lernen und dann werde ich Sie anrufen. So, Herr Abdul Halim, ich habe es gelernt. So, Apu einmal Abdul Dalim. Also Dalim. einmal die Sch Apu. Ja. Apu. Apu Dalim. Nahasa Pima Apu Petilon. Dalim. Nee, das ist schwer. Ist Zunge jetzt Okay. ist Zunge kaputt gegangen? Ja, es ist schwer. Es hat sich Oh. nicht daran gewöhnt, diese Aussprache. Ja, das haben Sie nicht viele Also, indische Kunden? nein, wenn ich sage, Sie sind der Erste. No, dann habe ich Preis gewonnen. Kann man einen Warten Sie, ich werde es Ihnen geben, aber ich finde die Nummer von dem Kuchen nicht. Schwarzwälder Kirschtorte war das, ne? Ja, drei Stück. Drei Stück sind das. Jawohl, meine Frau möchte drei Stück haben, weil Schwiegermonster wird kommen. Aha, Schwiegermonster, habe ich richtig gehört? Ja, das ist richtig hören. Das Naja, das bleibt riesiges uns. Schwiegermonster, das ganz stimmt. Das Frau zu tun, musst du sie geben zu essen. Frau zu tun, musst du sie geben zu essen. Sag, was soll ich sie noch geben? Dass sie jetzt schon zu viel Kilogramm haben. Und immer, musst du essen geben, musst du essen geben. Oh mein Gott. Ist Ihre Frau in der Nähe? Nein, die Frau ist bei Fabrik Sie arbeiten. ist arbeiten. So, ich finde die Schwarzwälder Kirschtorte nicht. Ich habe zwar eine Schwarzwälder Riegelart. Das könnte nämlich das sein. Sie möchte drei Stück davon. Ja, wie viel Kilogramm ist ein Kuchen machen? Das ist ein Kuchen, also nicht eine Torte. 495 Gramm, also sagen wir mal 500 Gramm. Kann es das sein? Bestimmt, weil das sagt, dann kann man Kilo Torte essen. Genau, dann nehme ich von dieser Torte drei St Drei Oh. Stück. Ja, Sie haben aber Pech gehabt. Ich glaube, das ist ausverkauft. Ich schaue noch mal. Mein Gott, meine Frau wird Ja. Terror machen. Ja, ich schaue mal, wann es wieder da ist, ja? Ja. Sie haben Zeit, ne? Ich muss, Ich habe Zeit. weil Ihre Frau halt nicht die Nummern rausgeschrieben hat, da. Ja, das Bis werde zum ich Ihnen 8. nachher. Ja, ab morgen ist es wieder da.
Dann kein Problem. Dann sollen wir einen Tag warten oder schon aufschreiben? Okay, dann schreibe ich das morgen. Dreimal, ne? Möchte sie das haben? Ja, mit meiner Frau dreimal. Dreimal. Habe ich notiert. So, was ist das Zweite? Das Zweite ist, oh mein Gott, Himbeereis. Himbeereis. Ja. Stiel? Himbeereisstiel? Bei Packung drinnen, zu selber rausmachen. Ich muss es raussuchen. Himbeereisstiel. Werde ich dann ein Paket kriegen, weil Eis wird Schmelzung machen. Das kann man nicht so machen. Ja. Ja, warten Sie mal. Himbeereis steht. Der bringt es ja mit dem LKW, das schmilzt nicht. Mit LKW? Aber das ist ein kleines Straße, das kein LKW kann fahren. Doch, das wird, der Eismann wird es schon organisieren. Ist das wie, Himbeereisstiel. Ist das mit Schokolade oder ist das mit Joghurt-Erdbeerstiel? Das steht nicht, ne? Also einmal steht Himbeeren und drunter steht Schokolade. Vielleicht das gehört zusammen. Okay, ja, ich hab's einmal. Wie viel ist das drinnen bei das? Da sind 10 Stück drinne. 10 Stück? Dreimal? Ja. Dreimal möchten Sie haben? Dreimal. Also okay, ein, was noch? Ja. Dann soll, warte, wo ist das jetzt? Das, gucken, das ist Schokolade, das ist was anderes. Haben Sie Vanille, Vanillecreme-Eis bei Packung? Vanille-Eis, Vanille-Bourbon oder Normal-Vanille? Was Unterscheidung bitte? Vanille Bourbon ist 2 Liter, 8,95. Was ist Bonbon? Bourbon, das ist so ein Geschmack halt. Und Vanille ist normal. Also mit so nur mit einem Nachgeschmack wäre Vanille Bourbon. Und das normale Vanille ist 3 Liter. Ist dann das mehr. Das eine Vanille nach Vanille schmecken und wo dann nach das Nein, andere das andere ist mit leichter Bourbon-Geschmack. Was ist Bonbon? Vielleicht liegt das Bourbon ist... Okay. 2 Liter, 3 Liter, das ist halt ein bisschen edler, Herr Abu Talim. Ja, welches soll ich nehmen? Normal Vanille oder Vanille Bourbon? Welches das, möchten das Sie? Das Bessere, sonst Schwiegermonster schrei werden. Schreiung machen. Schwiegermonster, das Bessere. Dann nehme ich einmal. Ja, habe Sie irgendwas mit Gift drinnen für Schwiegermutter? Vielleicht wird dieses Bourbon Sie ja vergiften. Vielleicht hat sie ja Allergie dagegen. Wie heißt denn was das bei... bei Japan. Kugelfisch, haben Sie Kugelfisch? Leider haben wir es nicht. Kein Kugelfisch, haben Sie... Nein. Was ist, haben Sie... Mögen Sie die Schwiegermutter überhaupt nicht? Nein, aber was will man denn machen? Mögen Sie die Tochter von ihr? Ja, das ist ja meine Frau. Trotzdem, mögen Sie sie, lieben Sie sie? Ja, natürlich. Natürlich. Sonst würde ich sie ja nicht nehmen würden, sagen Sie, ne? Ja, das ist ja nicht das Entscheidung von der Frau. Das kann ich ja bestimmt aber machen. Aber wegen ihr zuliebe, vielleicht mögen Sie ja auch die Mutter. Nein. Nicht. Nein. Ich okay. Bin, von meinen Ziegenfarmen bei Indien weggehen, bin nach Kaltdeutschland gekommen. Das mehr als ein Mensch machen. Jetzt kann ich nur Schwiegermonster haben. Verstehe. Das, wer gerade Kugelfisch sagen, kann man bei Sie... Leider nicht. Nein. Nein. Salmon, Lachs. Haben Sie Lachs, Fisch bei... Lachs haben wir. Ja. Wollen Sie Lachs? Ja, sehr gerne. Ein Paket Lachs. Was ist das? Schwanz oder Kopf oder Filet oder... Filet. Von welchem Lachs ist das drin? Lachs. Von welchem Lachs? Ja. Salmosala. Gesundheit. Wollen Sie das? Ja. Wie viel Kilogramm? 600 Gramm. Wie viel kostet um? 18,95. Ich muss Kalkulatoren machen, weil muss ich bei indischen Rupien rechnen. Ich kann noch nichts mit Europa kennen. Okay, das ist in Ordnung. Okay. Preis in Ordnung. Und dann hat meine Frau noch eines aufschreiben, sagt, das müssen wir haben, sonst kein Order machen. Kann man, wir brauchen Krabbensaft. Krabbensaft haben wir nicht. Warum? Weiß ich nicht. Das, Sie Krabben, das mit den Scheren, das, Ich weiß, was Sie meinen. Wie, Hummel, meinen Sie, Hummel. Nix Hummel, Krabbe, das kleine rote Dinge, was bei Strand lang laufen. Ja, Krebs. Ja, Krebsen, genau. Krebssaft möchten Sie? Ja. Haben wir nicht. Nix Krebsen, Krabben, das ist ja andere Arten, das ist ja ein von Tieren. Ja, aber einen Saft von Tieren haben wir nicht. Können Sie das Bestellung machen?
bestellen. Ich werde es notieren, aber sowas hatten wir noch nie und bis jetzt auch nie gehabt. Aber ich werde es weiterleiten an die Chefs, vielleicht bringen die ja sowas. Habe sie, kann man dann das wegnehmen und dann soll ich noch Klavkalasch bestellen. Später können Sie bestellen, wenn Sie es bringen sollten. Ja, ja. Ja, ab sofort werden wir Sie ja nicht anrufen. Sie können ja online bestellen und dann können Sie ja verfolgen, ob wir sowas dann haben aber in Zukunft oder nicht. Sie haben gesagt, Sie werden es jeden Tag anrufen und meinen Namen sagen. haben Sie ein nettes... Ich kann es Ihnen nicht versprechen, aber ja. Ich kann ja mal vielleicht mal ein paar Mal anrufen. Ja, bitte. Haben Sie ein nettes Mutter, eine nette Frau-Mutter? Nein, habe ich nicht. Auch nicht, vielleicht, sonst hätte ich gesagt, nein. Kann ich Sie mal privat einen Krabbensaft machen? Nein, meine Mutter ist auch nicht lieb. Aber Sie können nicht so von Ihrer Mutter reden. Nein, die ist nicht auch nicht so nett. Wie auch Ihre Schwiegermonster. Ja, weil wir haben Ziegenfarm. Vielleicht weiß nicht, habe ich schon erzählen, sollen mir Ihre Mutter ein Ziege schicken und ein Schild dabei, du bist ein Ziege. Und das als Geschenk machen. Ja. Das kann man zwei Optionen haben. Man kann das Ziege schicken, das Mensch sich freuen oder ärgern, je nachdem. Mhm. Und das ja. Dann wieder mitnehmen. Oder wenn möchten, dann Ziege kann bleiben, aber dann teurer. Okay. Welche soll ich so aufschreiben? Was Sie möchten, welches besser ist, ist egal. Ja, können Sie mir Adresse geben von Ihrer Mutter? Ich kann, natürlich kann ich nicht, ist verboten. Warum denn? Sie wollen dir doch das Ziege schicken. Nein, wir dürfen nicht, unsere Privats dürfen wir nicht in solchen Sachen rein, ist verboten. Ja, können wir dann nein. Das letzte für Bestellung machen? Okay, ich möchte Ihre Bestellung jetzt, war das alles? Ja, das nein. Lachs? Nein, ich muss noch Klavkalasch haben. Das haben wir nicht. Klavkalasch. Was ist das? Das ist Fleisch bei einem Spieß dran. So, das wie kleine Döner für Hand nehmen. Spieß. Also soll ich Sie Buchstabierung machen? Warten Sie. Buchstabieren Sie mal. Klar, also wie Kinder. Ja. L wie das Leguan. Ja. A wie Adolf. Ja. V wie das Vogelstrauß. Ja. Ja. Und dann wieder das K wie Kamelen. Ja. A wie Adolf. Ja. Leguan. Ja. Adolf. Ja. Schnecke. Ja. Hering. Klavkalasch. Haben wir nicht. Aber warum denn? Das müssen Sie unsere Boss fragen, nicht mich. Ja, kann ich das bitte mit Manager reden? Sie kriegen meinen Manager natürlich nicht. Sie können unsere Hotline anrufen und dort können Sie dann nähere Informationen bekommen. Ja. Meine Aufgabe ist es nur, Bestellungen aufzunehmen. Was? Möchten Sie diese drei, vier Sachen haben? Nee, wenn Sie keinen Krabbesaft haben, dann können wir das nicht machen. Haben wir nicht. Aber warum? Das fragen Sie die Chefs, rufen Sie die Hotline an. Jawohl, das werde ich so machen. Okay, diese Bestellung soll ich das stornieren, dass Sie es nicht möchten? Was sollen Sie machen? Möchten Sie diese Bestellung, diese Himbeerstiel, Vanille, Bourbon, Lachs haben oder nicht? Nee, ich wollte kein Lachseis haben, normales Lachs. Nichts Lachs. Eisstiel dran. Nein, Lachs. Eis, Vanille und dann ein anderes. Okay, genau so ist das. Sie haben mich falsch verstanden. Ich will nichts Lachs bei Eis drinnen, das ist nichts schmecken. Wenn Sie mir mal hören. Was? Wenn Sie mir mal zuhören. Normal Lachs. Ja, und nicht bei Eis. Vanille Bourbon? Nein. Ist ja. Nein. Okay. Nichts. Möchten Sie die Bestellung haben oder nicht? Nee, ich möchte keine Lachs bei Eis drinnen. Ich möchte Lachs und dann. Wenn Sie mir mal zuhören. Sie haben mich falsch verstanden. Adiabki. Also wenn Sie mir mal zuhören, Sie haben mich falsch verstanden. Lachsfiletportionen, nicht Lachs mit Eis. Ach so, ist das... Dreimal Himbeerstieleis, einmal Vanille Bourbon und einmal Lachs wollten Sie ja haben, ne? Nee, das war dreimal Eis... Dreimal Himbeerstieleis, einmal Vanille Bourbon und einmal Lachs, richtig? Ja, aber nur wenn Sie Krabbensaft haben. Nein, haben wir nicht. In diesem Fall, weil wir keinen Krabbensaft haben... Soll ich die Bestellung stornieren? Möchten Sie das nicht mehr? Sollen wir Ihnen das nicht zuschicken? Was ist Stornieren? Was das bedeutet? Wir werden Ihnen die Bestellung nicht zuschicken, wenn Sie es nicht möchten. Nein, nur wenn Sie Krabbensaft bringen. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Darf ich Sie zu Krabbensaft Einladung machen?
Nein, privat dürfen wir... Pressen. Okay. Von Hand pressen. Okay. Und Sie wenn Sie mir mal zuhören, ja. Privat, ja, wenn Sie mir mal zuhören, ja. Privat dürfen wir nicht. Das ist ja... Also ich storniere Ihre Bestellung. Ja. Ich storniere, dass Sie es nicht haben möchten. Donation machen. Alright. Okay. Okay, bedanke mich. Tschüss. Wiederhören. Krabbensaft.